Hey, Penner! Du stinkst nach Echsenkuh. Kuh. Kooperation. Das lief doch jetzt genauso, wie wir es gewohnt sind, mit unserem Ultra-Pro-Überskill. Und jetzt nehmen wir auch mal die Fackel. Und ich glaube, das waren aber noch nicht die Krieger, die, der Krieger, der, das war noch nicht der Krieger, der gemeint war. So rum. So, hier, Rekruten ausrauben. Was ist denn das? Ein Huhn? Schläft das? So, Grabsteine, Grabsteine, Grabsteine. Hier meine Hemmlerstruhe. Haben wir die eigentlich geöffnet? Ja, schade. Und ich glaube, der Ultra-Oberkrieger wird sich dann bestimmt da unten irgendwo verbergen und bestimmt auch von ein paar Speeren bewachen. Sein. Da ist er. Hey! So! Das war der standhafte Echsenkrieger. Das ist jetzt mehr der lieghafte Echsenkrieger. Ach komm, nee, so einen schlechten Witze kann ich nicht bringen. Und die Frage ist, was macht denn der hier unten? Thron. Hier muss doch irgendwas sein. Wir waren ja schon fünfmal und hier ist irgendwie nix. Bestimmt geht's ja noch irgendwie in eine Echsenhochburg oder irgendwas. Oder der wollte eine Echsentabelle bearbeiten. Ach komm, Flachwitze. So, jetzt haben wir den weg. Und wir müssen noch am Tor kurz aufräumen. Wir wollten noch eigentlich... Flup, Apfel. Haben wir noch Äpfel? Wir wollten doch eigentlich Levitation holen. Ob daraus was wird, ich wage noch dran zu zweifeln. Ach! So, das war der Speer. Ich hau mir nochmal kurz eine 5 in Wanst. Speichern. Truhe, Truhe. Oh, Taylor. Für den Brathering hat sich's gelohnt auf jeden Fall. So, jetzt hier ist keine Echse. Hey, wie sieht's drinnen aus? Es haben nicht viele überlebt. Die Magier bewachen jetzt die Flamme. Gut, die paar Echsen, die raus wollten, konnten wir aufhalten. Hört sich nicht schlecht an. Aber es scheint so, als wären trotzdem Echsen da draußen. Paul berichtete, dass sie aus der Höhle vor der Vulkanfestung gekommen sind. Ach du Scheiße. Du sagst es. Wenn sie aus einer Ruine kommen, können sie aus jeder kommen. Also sei verdammt nochmal vorsichtig. Die Festung mag sicher sein. Die Insel ist es nicht. Ach du Scheiße. Brauchst du Hilfe? Bruno, dieser Penner, hat sich verdrückt. Wahrscheinlich versteckt er sich. Wenn du ihn findest, schick ihn runter. Okay. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt wird alles noch viel schlimmer. Ja, mach dir mal nicht ins Hemd. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ach, der Kristall da unten? Ach, natürlich. Da kann ich auch durch den Boden greifen und den aktivieren. Das Problem ist, ich sehe hier kaum noch was, weil die Dunkelheit so dunkel ist. Eigentlich müsste man echt erstmal pennen, bevor wir jetzt hier nachts rumlaufen. Nee, komm, ich sehe kaum was. Das hat keinen Sinn.
Aber das Tor müsste doch jetzt gesichert sein. Die Quest müsste man doch jetzt fertig haben. Ach, gucke mal, der Palas. Die Macht von Eis. Wilde, verwirrende Aufzeichnungen von Meister Palas. Die sollte ich lieber einem Magier geben. Berserker hat da einen Frostkristall, einen Trank, einen Ring des Magiers, einen Richtstab. Und einen Buchständer. Kenne ich schon. Ach, schade. Bestimmt ein altes Witzebuch. Aber das Tor ist doch gesichert. Hier sind doch keine Echsen mehr. Hier ist auch keine Echse mehr. Boah, ich sehe original auch fast gar nichts. Und ihr übrigens auf YouTube wahrscheinlich noch viel weniger oder auf gronk.de. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ja, ich will. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Halt die Klappe. Wir haben hier Speer. Ach, guck mal. Ich leg mich jetzt einfach hier irgendwo pennen. Hier zum Beispiel. Ist doch egal, wenn die Echsen die Welt überrollen, ist doch scheißegal. Hauptsache, wir haben ausgeschlafen. So, der sieht menschlich aus, zumindest teilweise. Ah, der junge Mann. Gut, dass du kommst. Da sind Echsen. In der Bibliothek? Nein. Ich weiß, sie sind überall. Du musst in die heilige Halle gehen. Ja, aber sie sind in mein Labor eingedrungen und jetzt bringen sie bestimmt alles durcheinander. Und sie haben die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt mein Experiment beenden? Kurz husten. So. Hört man mich? Die Anzeige sah gerade so merkwürdig aus hier bei Order City. Ist ja merkwürdig. Komisches Headset. So. Was ich sagen wollte? Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Was? Aber du musst in die Bibliothek gehen. Was soll ich da? Du musst die Eindringlinge aufhalten und meine Aufzeichnungen und Vorräte retten. Natürlich, kein Problem. So, und die Vorräte aus der Bibliothek vertreibe die Eindringlinge, zack. Ach ja. Die Tür zum Labor ist zu. Vom Rumstehen und Reden alleine geht sie nicht wieder auf. Und wie soll ich hineinkommen? Benutze den Geheimgang in der kleinen Bibliothek. Welchen Geheimgang denn? Gut, hier bin ich offenbar falsch. Wo ist denn die Bibliothek nochmal? Hier sind ja nur die Quartiere. Was machst du hier? Ich, wollte nur schnell was fegen. Versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Wenn hier einer klaut, dann bin ich das. Dann zeig mal, was du hast. So, was hat denn der da? Magische Heilung, aber keine Levitation. Äpfel kaufen wir einfach mal alle. Goldbrocken nicht zwingen. Dietriche haben wir eigentlich. Wie viele Dietriche haben wir denn noch? Dietriche? 71 reichen gerade noch so, könnte knapp werden. So, komm. Scheiß drauf, Gold haben wir gerade noch genug. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Das ist schon mal ein Anfang. Pass auf dich auf. Na klar. So, dann klappern wir jetzt mal alles ab, um zu gucken, dass hier auch alle wirklich arbeiten oder whatever. Suchst du was Bestimmtes? Schnauze! Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Scheiße. Wir waren... Nee, waren wir schon in der Bibliothek? Ich weiß es gar nicht, ob das eine Bibliothek war. Wo die beiden Echsen uns angegriffen haben. War das die Bibliothek? Wir klappern trotzdem einfach mal ganz kurz alles ab. Das ist die Küche, da waren wir schon. Und hier ist, glaube ich, auch nichts drin. Nee.
So, Schweine sind auch wieder wach. Er verpennt den ganzen Morgen, der Enzo. Mann, 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 Mann. Ach, gucke mal. Der Cyrus. Oh. Lass uns handeln. Zeig mal her. Magische Heilung, schwache magische Heilung. Zwei Levitationen. Wunderbar. Hat der vielleicht auch eine Rune der Levitation? Lichtzauber, Illusion, Witz erzählen, Telekinese, Eile, Nautilus, Berserker, schwache magische, mittlere magische und Schlösser öffnen. Leider keine Rune der Levitation. Das wäre natürlich zu schön gewesen. So, 1000 will er haben und wir gucken mal, bei dem gucken wir mal, was wir verhökern. Broncos Schwert brauchen wir eh nicht. Klingenschaden 30, wir haben aktuell Klingenschaden 60. Scheiß auf Bronco, das Jagdmesser behalten wir. Richtstäbe können wir verkaufen, Novizenstäbe alle weg. Die Armbrust behalten wir. Die Dämonenklinge würde ich gerne behalten aus Prinzip. Und Echsenschwerter verkaufen wir mal alle bis auf 1, wie immer. Jetzt haben wir schon mal 970. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Holzschild kann weg. Ein kleiner Schild kann weg. Ich wollte noch einen besseren Helm kaufen in der Hafenstadt. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz hindüsen. Amulett, Amulett. Haben wir nicht einen Ring bekommen? Geschicklichkeit plus 3 brauchen wir eigentlich auch nicht. Amulettschutz vor Eis kann man mal vielleicht behalten. Das ist ein Amulett mit plus 5. Plus 5 Geschicklichkeit, plus 5 Stärke. Ich glaube, das behalten wir mal. Akrobatik hatten wir vorher, haben wir jetzt aber gelernt. Brauchen wir nicht mehr. Schutz vor Feuer. Hier haben wir maximale Lebensenergie. Schutz vor Hiebwaffen. Schutz vor Stichwaffen. Schwertkampf plus 1. Ja komm, verkaufen wir so. Reicht. Dann haben wir 2 Levitationsrollen. Du sollst in die Tempelhalle gehen. Ist das ein Befehl von Meister Ignatius? Ja, versammelt euch und beschützt die heilige Flamme. So soll es sein. Guter Cyrus. Schlechter Rekrut. Was? Nee, ich mach nix. Hier steht etwas über Magie. Spannend. Speichern. Wo kommen die denn her, da unten? Nee, pass mal auf, bevor ich die Truhe öffne, möchte ich lieber mal den da öffnen. So, Salto rückwärts, Tappe runter ist immer gut. Jetzt fange ich da oben mit den Truhen an und dann arbeiten wir uns mal schön durchs Kloster. Eisenerz, Wein und Äpfel und ein rostiges Schwert. So, der frostige Gerd hat ein rostiges Schwert. Pferd auf seinem protzigen Pferd? Nee. Wasser, Wein, Trank, Bolzen. Alles nehmen. Und Ruhe. Alles nehmen. Telekinese. 5 Bier in der Truhe. Die schmecken mir schon noch voll gut. Die liegen ja erst 10 Jahre hier unten. Und jeder weiß, dass Bier erst gut schmeckt, wenn man es 10 Jahre lang stehen lässt. So richtig schön warm und schal. Sag mal. Ach so, nee. Den will ich gar nicht beklauen. Vitus steht da rum, der Typ da hinten steht da rum. Ach ja. Der Krieger der Echsen ist tot. Gute Arbeit. So, nochmal ein bisschen Erfahrung abgeräumt. Wo ist die Bibliothek? Ist das das Ding da hinten? Hier haben wir, glaube ich, alles abgeräumt, abgeräumt.
So, sag mir nicht, dass man jetzt einen Ring ziehen kann. Ach, komm schon. Und das ging vorher natürlich nicht. Bevor man nicht wusste, dass es ein Geheimgang ist, konnte man auch keinen Ring ziehen. Na gut. Hüschen! Von 10 haben wir erst. Das heißt, wir verstecken sie noch irgendwo 6. Eindringlinge, was war das denn gerade? Hat er ein Geburtstagsgeschenk dabei gehabt? Ach, alchemistische Vorräte. Ich dachte schon. So, komm, Goldbeutel. 25 Goldmünzen, die Muscheln können wir auch mal alle. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu. Ach, hier gibt's nichts zu. Hier gibt's nicht. Hier gibt's nichts zu. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Nichts. Wow, eine Perle in 35 Muscheln. Wow, das ist die beste Ausbeute, die ich jemals im Leben. Ach. Das ist ja unglaublich. Oder scrollt das da links noch durch? Ich kann das gar nicht einordnen gerade. Ach. Und nochmal. So, weh, da ist eine Echse hinter einer abgeschlossenen Tür, dann hau ich jemanden. Gut. Schwache magische Heilung. Ein Stuhl oder Buchständer. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Wow. Unfassbar. So, was hier wackelt, ist nicht die Mausführung. Schreibpult. Levitation. So, schreiben wir uns gleich mal zwei. Haben wir tatsächlich eine Rune der Levitation? Habe ich die übersehen mal wieder? Oder wie? Oder was? Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir keine Schriftrollen mehr. Naja, egal. Oder habe ich gerade einen Fehler gemacht? Nur zwei Levitationen. Hä? Ach, das war eine Rune. Ach, wir haben eine Rune Levitation. Ich habe eine zweite gekauft. Ich bin natürlich auch ein Profi. Scheiße. Na egal. Haben wir ja fast umsonst bekommen. So, hier gibt's sonst nichts. Außer ein Kristall. Kristall. Speichern. So, das war der 5. von 10 Eindringlingen. Da fehlt ja nur noch die Hälfte, die wir irgendwie finden müssen. Ein Teil treibt sich da hinten rum, wie es aussieht. Da sind nämlich noch zwei Echsen. Sieht er uns? Nee. Eindringling. Guck mal, was da an deinen Kopf eindringt. So, damit haben wir 7 von 10 Eindringlingen. Das sieht da schon besser aus. In der Statistik. Und jetzt... Ja, nimm nochmal das Echsen... Jetzt nimm nochmal das Echsenschwert. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Magische Anmachsprüche. Hey, du auch hier? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist wahrscheinlich die Bibliothek, die große. Und wir sind dann durch diese Geheimtür oder sowas. I sense danger. Komm, lehn dich mal ein bisschen zurück, ne? Hast du mal ein bisschen Entspannung nötig? Ich nehme mir mal dein Geld ab, dann ist die Tasche nicht so schwer.
Und hier sieht's nach einer Nautilus-Höhle aus.